Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich. Die Baume ist ein rechter Zufluss, der kurz unterhalb Rumm in die Ardèche mündet. In seinem Verlauf bietet sie verschiedene Schwierigkeiten. Heute schauen wir uns die mittlere Baume vom Zusammenfluss mit der Droby bis Rossier an. Für den Einstieg gibt es zwei Varianten. Oberhalb des Dorfs Deux Aïeux oder etwa 2 Kilometer vor der Mündung der Droby in die Baume. Wir haben hier die zweite Variante gewählt. Dieser Abschnitt benötigt etwas Wasser, sodass er nur bis Ende April oder vielleicht bis Mitte Mai einen guten Pegel aufweist. Ich habe beim Zusammenfluss den Durchfluss auf 5 für die Droby und 3 Kubikmeter pro Sekunde für die Baume geschätzt. Solange das Bachbett nicht allzu breit ist, ist dies ein ausreichender Wasserstand. Nur wo es über breite Kiesschwelle hinweggeht, kann es holprig werden. Dies ist dann auch der Charakter des Bachs. Mehr oder weniger steile Schwelle und Katarakte wechseln sich mit ruhigeren Passagen ab. Aufgrund der Breite kann es vorkommen, dass manche Durchfahrten verwinkelt sind und aufgrund der Jahreszeit sollte man auch auf Holzhindernisse gefasst sein. In der ersten Hälfte verläuft die Straße praktisch immer neben dem Fluss. Wenn sie sich entfernt, ändert sich auch das Bachbett. Es ist ab hier geprägt durch Kiesbänke und nicht mehr durch Katarakte, die durch Felsen definiert werden. Etwa 500 Meter nachdem die Straße den Flusslauf verlässt, überquert eine niedere Straßenbrücke ohne Geländer die Baume. Sie steht auf Felsplatten, was zu einem letzten interessanten Katarakt führt. Wir hatten eine Durchfahrt rechts mit einem Stein unten in der Mitte. Plus eine Route links, die jedoch noch knapp genug Wasser hatte. Im Ort Joyeuse überquert ein schmaler Steg den gesamten Fluss.
Nachdem man die Hauptstraße unterquert hat, heißt es nochmals aufgepasst. Es folgt das Wehr in Rossier, welches rechts umtragen werden muss. Die Wehrkrone selbst ist am oberen Ende eines steinplatten Labyrinths, durch das sich das Wasser Kanäle gegraben hat. Die verschiedenen Inseln sind mit Eisenbalken verbunden und viele der Inseln sind unterspült und siphoniert. Möglicherweise kann man die Wehrkrone selbst rechts überfahren, man muss dann jedoch unbedingt ausbooten, bevor einem das Wasser in einen der für Boote undurchlässigen Öffnungen zieht. Ausstieg ist dann wenig später auf der linken Seite. Bei genügend überschüssiger Energie kann auch noch die untere Bohm angehängt werden. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!